ist zweifellos die bekannteste Ketchup-Marke der Welt und wahrscheinlich auch die älteste. Heinz Tomato-Ketchup gibt es schon seit 1876. Zur Kapazitätssteigerung installierte der amerikanische Lebensmittelkonzern im polnischen Werk Podlicki eine Komplettlösung von Krones für spezielle Aufgaben. Die Linie verarbeitet ein umfangreiches Behälterprogramm, sowohl als Glasflaschen als auch als Polypropylen-Formbehälter. Hinzu kommt ein variantenreiches Verpackungsprogramm mit Karton, Tray und Folie in nur einer Maschine. Neuartig ist auch die besonders hygienisch sichere und kostengünstige Abfülltechnologie mit hochpräzisem Wägefüller zur Kaltabfüllung in Verbindung mit doppeltem Reinraum. Die neue Krones-Linie wurde ausgelegt für eine Leistung von maximal 21.000 Behältern pro Stunde, entsprechend 7.200 Kilogramm pro Stunde. Gleich zu Beginn gibt es eine Besonderheit. Die entpalettierten Neuglasflaschen, ebenso wie die Kunststoffbehälter, werden in einem abgetrennten Raum, der mit Überdruck beaufschlagt ist, vor Verunreinigungen geschützt und werden somit sicher zum Füllereinraum transportiert. Die Entscheidung fiel auf einen Wägefüller Sensometic VPGW mit vorgeschaltetem Einkanal Windsor VarioJet mit Sterilluftspülung, die in einem Reinraum integriert sind. Damit ist eine produktschonende Kaltabfüllung mikrobiologisch sicher, ohne Konservierungsmittel, für eine Haltbarkeit von 2 Jahren bei Heinz und 1 Jahr bei Podlicki Ketchup möglich. Generelle Vorteile des Wägefüllers sind seine hohe und gleichmäßige Füllgenauigkeit. Durch die Verwiegung von Tara und Brutto ist er flexibel bei der Wahl der Behälter. Das Nettogewicht stimmt immer. Rund 1/3 des Ketchups wird übrigens noch in Glasflaschen, 2/3 bereits im Kunststoffbehälter abgefüllt. Nach dem Füller überprüft ein Checkmat mit Gammastrahlen auf Unter- und Überfüllung sowie die Anwesenheit des Verschlusses und den eventuellen Schrägsitz. Außerdem kontrolliert er die Anwesenheit der zur Produktsicherung induktiv verschweißten Alufolie im Verschluss. Heinz verwendet konventionell Kaltleim-Etiketten. Die Ausstattung mit 3 Etiketten für Rumpf, Rücken und Hals übernimmt eine Solomatic mit einem relativ großen Tisch mit 1200 mm Teilkreisdurchmesser. Für diese Größe entschied sich Heinz aus Qualitätsgründen. Speziell die 8-kantigen Glasflaschen sind nicht ganz einfach zu etikettieren. Die Anbürstung erfordert Zeit und die gewährt der großzügig dimensionierte Tisch. Auch danach ist wieder ein Checkmat E installiert, der den Etikettensitz und den Barcode kontrolliert. Ebenso umfangreich wie das Behälterprogramm ist auch das Verpackungsprogramm mit 7 verschiedenen Verpackungsformen, das ein Wrap-A-Pack WTS für Wrap-Around-Kartons, Trays und Folie absolviert. Die Palettierung auf Euro- oder Cep-Palette erledigt ein Modulpal. Die Produktion deckt den polnischen Markt ab, versorgt aber auch viele europäische Länder wie Deutschland, Niederlande, Belgien, England, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Frankreich. Und so verhilft die von Krones realisierte Abfüll- und Verpackungslösung dem Weltmarktführer im Ketchup-Bereich zu einer äußerst effizienten Abfüllung seiner Produkte.